Ich wüsste, dass wir sehr wahrscheinlich April ein anderes Haus beziehen. Das Haus bleibt noch. Da bleibt Mutter Paula hier mit einigen. Und ich mit anderen nach Kappeln. Das ist in Toggenburg. Eine neue Aufgabe. Bisher hieß es vom Herr, dass ich da bin, die Unwissenden zu belehren, Geheimmachenschaften Satans aufzudecken. Da habe ich natürlich unglaublicher Gegenwind gehabt. Aber ich habe einfach getan, was ich wusste, dass Gott mir sagt. Mögen alle den Kopf schütteln. Nun aber heißt es anders. Du hast bisher, ich kann es ja nicht in menschlichen Worten sagen, wie ich es empfinde. Du hast bisher gesagt, was Gott nicht gefällt. Nun fange an zu predigen, was Gott gefällt. Und das habe ich nur ein Wort, Liebe. Ich leide ja furchtbar daran, wenn ich zum Beispiel, wo ich auch hinschaue, sei es in der Tridentinischen Messe oder sei es in der Amtskirche, katholischen. Ihr wisst doch, dass der katholische Priester, wenn er die Verwandlungsworte spricht, dass er also, jedenfalls sollte er, glauben, dass er nachher den Leib Christi vor sich hat, den lebenden Leib. Ich habe mal bei den Erstkommunikanten habe ich gesagt, es ist ein Heiland konnte ja euch nicht den Finger abbrechen und sagen, da hast du ein Stück und da hast du ein Stück. Sondern weil er Gott ist, kann er Dinge machen, wo der Mensch nicht verstehen kann mit Menschenverstand. Darum hat er dieses Wunder vollbracht. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn jetzt das die Oblate, gib mir mal bitte eine Oblate. Danke. Wenn ich also diese Oblate habe, jetzt ist es einfach Wassermehl, und der Priester sagt, der Katholische, auch der Orthodoxe, wenn er sagt, das ist jetzt mein Leib, dann müsste er glauben, dass er tatsächlich Gott in der Hand hat, das Christkind, und im Christkind ist die ganze Gottheit enthalten. Jetzt macht er ganz groß hoch, hin und her, und dann runter das Jesuskind, und das ist es dann. Leute, wenn ihr, die wo im katholischen Sinne sind, wenn ihr in die Kirche geht, das schaut doch am Finger dem Priester auf die Finger. Wie tut er jetzt, denn er muss es ja glauben, wie tut er jetzt, denn das Jesuskind, der lebende Heiland, tut er ihn hinlegen? Oder oft, ich habe gerade gestern irgendwo gesehen, hingeworfen. Ja, glaubt ihr, sind in dieser Kirche, wo ein Priester so umgeht, dass er noch kommunizieren, verwandeln kann, wenn er nicht glaubt? Der Priester muss gültig geweiht sein und er muss glauben. Und das ist mein Schmerz. Ihr glaubt gar nicht, in wie vielen Kirchen das gar nicht mehr geschieht. Es fehlt einfach das Hauptgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Falsch. Er sagt, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüte und mit all deinen Kräften. Das ist das erste Gebot eines jeden Christen. Dann sagte, das zweite aber ist diesem ebenso gleich, nämlich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich höre vom Vatikan, ich darf wohl über den Vatikan reden, weil ich doch Schweizer Gardist. Ich höre zurzeit, Jesus ist zärtlich,
Jesus ist Liebli, Jesus ist... Man macht aus ihm ein kleines Ding. Ja, er ist unfassbar zärtlich, aber auch urgewaltig. Gott. Was muss ich denn tun, dass ich in den Himmel komme? Das wäre Nummer eins. Hier auf Erden. Ja, wir haben zwei Sachen, die vordergründig sind. Zuerst einmal, was ich gesagt habe, das Hauptgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Denn wenn ich jemanden, einen Mensch habe, der mir zuwider ist, gebe zu, das gibt's manchmal, wo mir zuwider ist, bei grob und schmutzig und weiß ich was alles, dann würde es mich was kosten. Aber so ist es mal geschehen. Gott kann ja wunderbare Bilder machen einem. Da stand ich plötzlich irgendwie auf der Wiese wieder. Hinten war ein Wald und da kam einer raus, ein Glossard, wie man das sagt, oder ein Verband oder Landstreicher. Der kommt da zum Wald heraus. Ich sage euch, Gott hat den so bemalt. Der war also voll betrunken. Man muss fast besoffen sein. Der war so betrunken. Fiel hin und her, die Nase ran. Er stank auf weiß Gott wie weit. Also Gott hat richtig gemalt da. Und dann kommt er auf mich zu, hin und her, will mich da umarmen. Oh je, ich bin ein Jungfrau-Typ, also bitte. Und dann ist es mir immer so, wenn etwas auf mich zukommt, wo ich nicht im Sicheren bin, dann schaue ich halt hoch. Quasi Papa, Vater, schau da. Und er sagt zu mir, auch er ist ein Kind von mir. Er ist aber weg, sag sie mal, das Wort weggedriftet. Bring ihn mir zurück. Meine Antwort ist nicht, ja, selbstverständlich. Ich habe gesagt, aber nur dir zuliebe kann ich es machen. Seht ihr, ich brauche zuerst die Liebe zu Gott. Das höre ich eben heute nicht mehr vom Vatikan und überall. Ich höre es nicht mehr. Ich höre Nächstenliebe, Nächstenliebe. Aber die kann ich nicht ausführen, wenn ich nicht zuerst Gott zuliebe, den Nächstenliebe.